So, und damit herzlich willkommen bei unserer Possible Biocontamination hier in Black Mesa. Ich würde sagen, wir wagen uns nach dem letzten Part und der Resonance Cascade hier mal in den Lüftungsschacht. Ja, können wir hier irgendwas tun? Oh. Ja, sei brav, du bist tot. Ich hielt mich lieber erstmal. Nur kurz ein Auge nach hinten geworfen. Na, muss ja immer mal sein. Hier war sonst nichts, ne? Okay, mit der Crowbar sollten wir auf jeden Fall schon mal deutlich besser am Start sein, auch wenn wir hier leider ihn nicht retten konnten. Oh, wir können da rüber. Sekunde, ich will nur kurz hier nochmal einen Blick rüberwerfen. Da ist nichts. Kommen wir auch nicht raus. Alrighty. Dann muss das hier wohl so sein. Ich kann nicht rein zu dir. So. Ich kann hier leider wirklich nicht rein. That's pretty shitty. Du magst auch Bluescreens nicht, ich kann das nachvollziehen. Bin ja auch kein so Freund von. So. Danke, Tür. Ja, ich hätte dir ja gerne irgendwie geholfen. Aber das war leider not possible. Ach, das war alles, was wir machen mussten, das Teil zu fixen. Okay. Ja, ich sollte vielleicht meine Munition nicht verschwenden. Good point. Ich habe das Gefühl, das tut nichts bei dem, also lassen wir's. Warum hat die auf links und rechts Klick schießen? Egal. Ja, für dich bin ich leider auch mit zu spät gekommen. Allerdings würde ich gerne da rein. Sehr gut. So langsam geht es uns schon wieder echt tippitoppi. Dem Innenraum hier aber nicht so ganz. Mhm, okay. So, ich würde gerne nochmal da rein. Da sind wir doch. Ob irgendwo ist doch bestimmt hier noch was drin. Da sollte ich vielleicht nicht drauf gehen. Wenn ich nicht unbedingt muss. Hallo, ist da drin was? Okay, bei dir kann ich nichts tun. Da komme ich aber wahrscheinlich rein. Okay, dann war hier wirklich sonst überhaupt nichts. Da drüber komme ich leider nicht. Müssen wir hier unten rein. Power 90%.
Oh, oh. I don't like that. Ach hier. Puh. So. Security Clearance Level 4. So krass sind wir normalerweise gar nicht. Nee, lass mal. Lass mal lieber sein. Ob ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Health. Uns geht's jetzt nicht super übel, aber ne? Mehr immer besser. Natürlich. Das Glück ist heute nicht mit uns. Oder hier? Nein. Na toll. Oh oh. Oh oh. Ah. Herzhaft. Dem geht's ja nicht mehr so gut. Und wurde es von der Leiter erschlagen, oder wie? Das ist auch ungünstig. Okay, da können wir nicht reinschauen. Ja, du hast da deinen Spaß mit. Ihr macht das schon. So. Okay, du bist tot. Ich würde gerne auch in den Raum da nochmal rein. Okay, ich kann nicht in den Raum da rein. Dann eben nicht. Oh oh. Also langsam bräuchte ich, glaube ich, Ammo. 3 Schuss, nicht so super viel. Ich gehe mal hier irgendwie hoch, falls ich da irgendwo wirklich nach oben komme. Ja. Da fehlt ein Valve. Au! Du bist Arschloch. Ja, fuck. Ernsthaft. Ich will doch nur da rein. Das ist ein Health Kit. Das dann machen wir gleich. Wohl können wir auch theoretisch jetzt schon mal. Kann ich hier raus? Nur aus Interesse? Nein. Ich würde nur kurz erst unten in den anderen Raum da rein. Da geht's auch noch runter, okay. Ja, okay, haben wir jetzt nicht so dringend gebraucht, aber... Ne, so ein bisschen schadet uns jetzt ja auch nicht. Was haben wir hier unten? Wo habe ich eigentlich die Gegner gerade gehört? Also hier drin schon mal nicht. Egal, gehen wir mal kurz runter. Also auch ein Valve.
Wow. Lass mal, Bruder. Ah, okay. Dann wissen wir jetzt auch, wo das hinführt. Okay. Da waren wir aber eben ja schon. Ach, oh, nee, das ist ein anderer Raum. Ich hab gedacht, das wäre der gleich wieder drüben. Nee, ist es nicht. Oh, lol. Die sehen aber echt verdammt ähnlich aus. Also, das kann man mir nicht verübeln. Okay, Moment, die beiden haben wir. Heating Reserve 1, Heating Reserve 2. Ah, jetzt sind wir da. Na, ich habe nur 3 Schuss. Naja. Okay, da ist leider zu. Natürlich geht die hoch. Ist ja nicht so, als hätte ich damit rechnen können. So. Das hat sich nicht gut angehört. Das auch nicht. Fuck my life. Ja, das sieht echt nicht gut aus. Ja, ja, dem bin ich auch der Meinung. Kann ich hier nochmal zurück? Na. Not really. Ja, doch. Doch, doch. Haha. Okay, jetzt können wir weiter. Ja, ich hätte halt gern ein bisschen Munition wieder. Ja, uns geht's hier überall nicht so toll. Ja, toll, sonst ist hier... doch, hier war Munition. 17 Schuss. Besser als nichts. Ist da noch was drin? Vielleicht, aber wir können es nicht öffnen. Geil. So, da müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Gordon, is that you? Verdammte Headcrab. Hallo, du kannst wieder rauskommen. Die Headcrab ist... Ja, das mag sein, aber hey. Ich kann es dir nicht verübeln. Du kannst trotzdem rauskommen. Du bist zumindest ein guter Köder. Okay. Dann viel Spaß. Aha. Ja, ich vermute, wir müssen da runter. So, da drüben können wir nicht lang. Hier müssen wir wahrscheinlich gleich lang. Danke fürs mich durchlassen. Sehr gut. Ich will jetzt nicht meine Munition verschwenden, weil wir haben sowieso schon nicht so super viel davon.
mache ich mal nicht den Move von eben und verschwende unnötig viel. Ah, das war dumm. Ich muss da nicht lang. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Oh, ernsthaft, Leiter? Du bist super unhilfreich. Wie viel ist hier noch, bitte? Oh, oh. Do your stuff. Dann halt nicht. So. Oh, ernsthaft. Wir brauchen da noch einen Valve. Da hinten. Hopp. Ernsthaft? Valve? Jetzt stell dich nicht so an. So. Du machst das. Ich renn durch. Und dann können wir hier hoffentlich lagen. Okay, das flutet das gesamte Gebiet. Das ist ja jetzt eher unpraktisch. Ah ne, im Moment ist es nicht. Ne, hier war es nicht. Wo war es denn? Wo war es denn? Mist, Mist, Mist. Oh, die fuck, die sind ja immer noch da. Hier konnten wir raus, ne? Ja, oh Gott. Puh. Gut, was haben wir sonst? So, ein Ladebildschirm, der ist auch sehr schön. Genauso wie hier das Caution Wet Floor Schild, direkt neben diesem Drain Liquid, was schönerweise hier aus diesem Rohr läuft. Also okay, das sind die Rohre hier scheinbar. Kamera läuft doch. Okay. Na toll, das liebt man doch immer, wenn man nicht mehr rauskommt aus einem Raum, in den man reingeht. So, die Handgranate wollen wir jetzt nicht unbedingt nutzen. Achso, ist nur eine Headcrab, ich wollte gerade schon sagen. Ernsthaft, ich habe es trotzdem geschafft, dass die Headcrab mir Damage... zu nichts zu gebrauchen. Hier, okay, da komme ich nicht so einfach rein. Vermute, wir müssen da dran. Oder wir müssen doch da rein. Ich habe auch nicht die Security Clearance und die Fenster haben jetzt auch eher weniger. Oh. Das macht natürlich Sinn. Hallöle. Gott sei Dank lebst du nicht mehr. Ja, eine zweite Taschenlampe wäre nicht schlecht gewesen. Hm. Oh, er hat Munition noch. Also, wir kommen auch nicht mehr so raus einfach. Kann hier nicht irgendwo so ein großer roter Knopf sein, auf den ich einfach nur drücken muss? Ah, das hier ist das Äquivalent zu unserem großen roten Knopf. Hier hinten ist aber weiter zu. Okay. Ab nach unten. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, das sah nicht gut aus.
Solange weiter so predictable runterkommt, ist alles okay. Da war doch noch eine. Okay, du bist in den Tod gesprungen? Da sind mir ein paar zu viele. Könnt ihr aufhören, bitte? Holy fucking shit! Ich muss hier weg. Oh shit, die anderen, die runtergefallen sind, leben noch. Aber das war's? Okay. Puh. Irgendwie ist mein Luck mit Sachen in Kisten finden nicht so besonders gut. Ach, danke. Jetzt, wo ich sage, will das Spiel, dass ich dumm dastehe. Haben wir sonst noch was? Munition wäre auch voll okay. Oh, du hast auch schon bessere Tage gesehen. Die gute alte... Oh, da war Munition drin. Ich wollte gerade sagen, die gute alte Top-Secret-Kiste, in der nichts ist. Aber Munition, das nehme ich. Warum auch immer das in den USA dann Top-Secret ist. Die ist sehr stabil, diese Kiste da oben. Gehen wir hier mal ins Wasser. Und dann kommen wir auch nicht durch. Alrighty. Dann gehen wir halt hier lang. That didn't sound good. Natürlich. Oh nein, ich nicht Jump Run Aspekte. Not a fan. Okay, los ich mir da einen Kopf? Nein, okay, dann geht's. So, ich find's auch immer gut, wie die Loading-Screens so super obvious platziert sind, dass man auch nicht mitten in irgendeiner Action ist. Aber okay. Aber das ist nicht schlimm. Ja, da oben haben wir... Ernsthaft? Ja. Fuck. Oh, Moment. Nimm dich mit nach vorne. Okay, das hat jetzt endlich so viel geholfen, wie ich das erwartet hätte. Weil ich sie auch nicht richtig jedes Mal bekomme. Ah, okay. Puh. Du bist direkt vor mir, das ist natürlich super praktisch. Kann ich da unten durchs Wasser? So einfach. Da unten haben wir auf jeden Fall hier ein First Aid Kit wieder, das ist gut. Ja, habt du deinen Spaß da. Au. Okay. Oh, doch. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, wir kämen hier hoch wieder. Ah, nee, das ist nicht der gleiche Ort.
Nope, nope. So. Doch, das ist der gleiche Ort. Oh, lol. Aber die Tür war nicht hier offen, ne? Oder hatte ich die nicht ausprobiert? Das wäre peinlich. Das wäre peinlich, wenn ich das nicht ausprobiert hätte. Ich glaube, ich habe das nicht ausprobiert. Naja. So, hielten wir uns da ein bisschen und dann gehen wir da rein, hoffen aufs Beste. Die Frage ist, wie komme ich hier halbwegs gut raus? Wieder. Außer mit euch. Ich glaube aber, das sind so ziemlich meine einzigen Optionen. Ich sehe hier sonst nicht wirklich was. Nope, not really. Da hinten sehe ich aber was. Das gefällt mir besser. Sehr schön. Okay, da kommen wir auch durch. Sehr gut. So, irgendwas muss hier noch sein. Oh, die habe ich aus dem Fernsehen nicht gesehen. Natürlich waren da explodierende Fässer. Aber die ich hätte einfach schießen können. Dass ich die alle übersehen habe. Die Headcrabs leben aber nicht mehr. Das ist doch wenigstens schon mal etwas. Also, wieder Glück gehabt, nur eine Headcrab, die mir trotzdem 2 Damage gemacht hat. Da unten war nichts mehr. Sehr gut. Dann ab geht's. Wäre Hearing Protection. Ja, wenn das hier ausreichen würde, wäre sehr schön. Ich glaube eher weniger, dass das ausreicht für uns. Hier unten sonst alles okay. Weiß es nicht. finden wir es raus. Da ist auf jeden Fall zu. Da ist auch kein Durchkommen. Ich schau noch mal kurz da rein. Aber nein, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Ja, sieht aus nach Platforming. Eine Sache, in der ich nicht besonders gut bin. In der ich nicht besonders gut bin. Mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Wenn solche kleinen Sachen hier auch nicht einen irgendwo runterschubsen würden. Nicht, dass die hier wären, aber die Dinger in der Mitte halt, die haben auch eine... Ne, ich kann da auch nicht durchlaufen. Alter! Warum sind die so slippery? Wieso rutscht man da so leicht runter? Ich sollte vielleicht nicht sprinten. Ja, nicht sprinten macht es sehr viel einfacher. Da muss ich aber wahrscheinlich sprinten. Noch kurz einmal umschauen, dass hier sonst nichts ist. Da hinten die Türen, glaube ich, nirgendwo hin. Das war knapp. Die auch nicht. Okay. Das war sehr knapp. Das auch. Ah,
First Try. Da kommt man nicht drum rum. Also nicht besonders weit. Communication. Was? Exchanging ideas is a two-way process. Das ist wahr. Ich glaube, leider ist es dafür momentan zu spät. Ich habe keine zweite Person mehr hier. Was? What if you had an eye emergency? Emergency stations free of hazards. Okay. Wenn das alles immer so easy wäre. Crack pickup avoider. Ja, das ist. Was? What's black and white and should be red all over? Ich vermute in dem Fall, so Safety Guides. Aber okay. Du bist kein Headtrap, leider. Reload. Warum dauert Reload so lang? Huch. Das war nicht gut. Schön, dass die Schilder aber überall repeated werden. Damit wir die auch auf jeden Fall lesen. Erstmal da lang. Ja, ich will jetzt eher nicht darunter fallen. Wäre, glaube ich, nicht so pleasant. Ja, was war da drin? Hallo? Premium-Kopierpapier. Geil. Das braucht man. Das braucht man im Leben. Egal. Ich ignoriere das mal. Ich weiß, wie kann ich nur... Wow. Das spricht jetzt nicht gerade für meine Aiming-Skills. Ich hab mich aber auch ein bisschen erschrocken. Ich hab nicht mit drei gleichzeitig ge... Oh, hier wird... Oh! Schon wieder nicht genug. Schon wieder nicht genutzt. Nein, da oben ist nichts. Okay, dann in den Aufzug. Oh, ich habe jetzt mit Fahrstuhlmusik gerechnet, das wäre schön gewesen. Aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Bürokomplex, aber ich würde sagen, okay, das war überhaupt nicht verwirrend. Ich würde sagen, den schauen wir uns den nächsten Part an. Lasst mir doch gerne ein Like da, wenn euch dieser Part hier von Black Mesa gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich hoffe, wir gehen hier gleich nicht drauf. Aber wie gesagt, das finden wir nächsten Part raus. Bis dann und ciao.